Servus Freunde des Stroms, grüßt euch und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir jetzt noch schnell einen Kaffee geholt. Ich trinke mal schnell auf euer Wohl, damit ich nicht wieder in den Unterkaffee hineinfalle. So, also, ich möchte euch heute mal mein Weihnachtsgeschenk vorstellen. Ich habe mir hier diesen Smart Dual Full Generator von der Firma EcoFlow gewünscht, weil ich mit dem natürlich was vorhab, hinten bei mir bei FDS Village, auf meiner Baustelle in meinem Containerdorf, und möchte den quasi sozusagen als Ergänzung für meine EcoFlow Delta Pro nutzen, dass ich hier quasi nachladen kann. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich lasse euch ein bisschen teilhaben dran und möchte mit euch heute gerne mal ganz knackig kurz dieses Gerät einmal ein bisschen anschauen und möchte dann auch zeigen, was ich genau damit vorhabe und wie das Ganze funktioniert. So, jetzt machen wir noch ein bisschen technische Daten. Also keine Angst, wird jetzt kein typisches Review-Video über dieses Produkt, aber ein bisschen Basics muss ich halt schon machen. Also, wir haben den Dual-Full-Generator aus dem Grund Dual, weil wir hier mit Benzin arbeiten können, oder auf der Seite haben wir einen Anschluss für Gas, für LPG. Sozusagen das Propangas, die 11-Kilo-Flaschen kennt ja jeder von euch, der wo hier einen Gasgrill hat oder einen Wohnwagen. Die Leistungen von dem Generator, also die elektrischen Leistungen, sind ja so: Wir haben beim normalen Benzinbetrieb 1800 Watt max zur Verfügung und 1600 Watt bei Gasbetrieb. Ist klar, weil der Motor hier, weil durchs Gas ein bisschen weniger Leistung hat. Dann ist es so: Wir haben einen Hubraum von 79,7 cm. Kraftstoff, Benzin oder LPG, habe ich schon gesagt. Die Laufzeiten ist jetzt einmal eine grobe Richtung. Das heißt, im Benzinbetrieb mit dem 4-Liter-Tank kann der Generator 3,5 Stunden am Stück laufen. Mit der normalen Propangasflasche, mit der 10-Kilo-Füllung, können wir 12,5 Stunden Betrieb, voll, also Durchlaufbetrieb erwarten. So, wir haben einen ganz normalen Anschluss hier vorne. Das ist einmal eine normale Schuko-Steckdose, 230 Volt, 50 Hertz. Und wir haben hier auf der zweiten Seite den DC-Anschluss, wo wir dann sozusagen über dieses Adapterkabel auf die Powerstationen zugreifen können und die gleich über DC-Anschluss laden können. Die Spannung beläuft sich hier bei 42 bis 58,8 Volt und maximal 32 Ampere. Diese Konstellation funktioniert ab der Delta-Serie, das heißt Delta Max 2 und die Delta Pro können hier über diesen DC-Anschluss direkt geladen werden und können hier auch zum Beispiel mit dem Generator kommunizieren. Und das ist jetzt schon mal das Smarte. Starten können wir das Ganze in vier Modis. Das heißt einmal, wir haben hier auf der Seite einen sogenannten manuellen Bautenzug. Wenn gar nichts mehr funktioniert, dann haben wir hier vorne den Startknopf. Wir können über unser Handy, über die App zugreifen und können das Gerät starten lassen. Oder der Generator kann automatisch gestartet werden durch Anforderung von der Powerstation. Und das ist schon mal eine coole Geschichte. Und deswegen habe ich mir den auch gewünscht, wo ich dann hinten quasi meine Baustelle dann verwenden kann. So, Warnfunktionen hat das Gerät auch. Die typischen kennt ihr alle: Ölmangel, Sicherung, Überhitzung, Kurzschluss, Überlast. So, und der hat jetzt zum Beispiel noch eine Besonderheit mit drin. Der hat hier einen sogenannten CO2-Alarm verbaut. Das heißt, der überprüft auch die Umgebungsluft, nicht, dass hier quasi also CO2 oder Kohlenmonoxid, Entschuldigung, falscher Ausdruck, Kohlenmonoxid austritt, und quasi, wenn ich hier in der Garage das Gerät laufen lasse, dass sich der dann hier sozusagen eine Warnung abgibt und, glaube ich, sogar ausschaltet. Das müssen wir aber im Praktischen nur ausprobieren. Genau. Geräuschlevel ist bei 56 bis 67 dB. Maße haben wir jetzt 597 mal 300 mal 475 mm, und das Gewicht wird angeschlagen mit 30,5 bis 33 Kilo, wenn der vollgetankt ist. Es ist jetzt so, also er hat schon ein Gewicht. Aber ich als erwachsener Mann finde jetzt, dass man den alleine transportieren kann, beziehungsweise halt dann mit den Griffen vorne und hinten auch wunderbar zu zweit hier ins Auto reinstellen kann und dann ab die Heide und einen schönen Tag verbringen. Dann schauen wir uns die Wartungsöffnung dann noch an, und hier zum Beispiel auf der anderen Seite. Hier haben jetzt die Anschlüsse, hier ist der Einschalter, on-off, also geht, geht nicht, Bautenzug, und hier ist sozusagen der Gasanschluss. Machen wir es auch gleich so. Schaut her, da ist der Gasanschluss da mit dem Zubehör. Das schauen wir uns jetzt aber dann an, wenn wir hinten den Generator mal laufen lassen.
Jetzt schauen wir uns einmal die Wartungsöffnung an. Die ist recht großzügig und zur ersten Inbetriebnahme bitte nicht vergessen, ihr müsst hier die interne Batterie von dem Generator anschließen, sonst funktioniert gar nichts und wir müssen Öl auffüllen. Das wird hier gemacht. Es ist im Zubehör, ist zum Beispiel hier so ein Einfüllstutzen mit Schlauch, tut man sich wesentlich leichter. Und es wird empfohlen vom Hersteller, also jetzt von Ecoflow, ein SAE SJ10W40 Öl zu verwenden. Und ihr braucht ungefähr 0,38 Liter, also 380 Milliliter. Dann haben wir hier natürlich noch Luftfilter verbaut. Das gehört alles gereinigt, das steht aber alles in der Bedienungsanleitung. Die bekommt man ja vom Generator mitgeliefert, wo man hier quasi dann die Wartungsarbeiten durchführen kann. Und es ist auch natürlich auch etwas Werkzeug mit dabei. Jetzt möchte ich noch gern die App ein bisschen zeigen, also ganz kurz gerade, weil ich hier natürlich jetzt auch eine Netzwerkverbindung habe, weil ich da hinten ja mein Wifi habe. So, jetzt passt auf. Also ich schließe jetzt einmal die Delta Max 2 hier in unserem neuen Schlafanzug. Möchte ich jetzt einfach mal schnell anschließen. Das heißt, hier auf der Seite haben wir ja unsere zwei Anschlüsse für Zusatzbatterien oder halt zum Beispiel für den Powerstream. Wir nehmen jetzt einfach einen Anschluss. Nehmen wir schnell mit dem Kabel. Ja, sogar. Das Problem ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen, in der Garage ist ja nicht geheizt und das Kabel ist super. Es ist richtig dick, lang und robust. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das dabei habt im Wohnwagen oder wo sie halt hinfahrt, ich gebe euch nur einen Tipp, legt es euch vorne rein, wo ein bisschen geheizt ist. Weil das Problem ist, wenn das Kabel kalt ist, ist es wie wenn eine Klapperschlange Viagra gefressen hat. Also das Ding ist sowas von starr. Ganz ehrlich, wenn es warm ist, wird es ein bisschen weicher und dann ist es natürlich auch super zum Verlegen oder auch zum Hernehmen. So, jetzt müssen wir gerade schnell ein bisschen mit diesem Regenwurm ein bisschen kämpfen. Also, wir schließen jetzt einmal hier am Generator an. Zack. Und dann schließen wir an der Powerstation an. So. So. Willi, der Regenwurm. So, also. Hier im Display erkennt er sofort, kommt sofort das Generatorzeichen. Und wenn wir jetzt in die App reinschauen, sieht es wie folgt aus. Wir haben jetzt hier unseren Generator. Er aktualisiert gerade. Und schauen wir mal schnell, ob er die Zusatzbatterie kennt. Oder ob ich noch schnell aktualisieren muss. Okay, also. Wir sehen hier oben unseren Generator. Und er zeigt mir jetzt an 97% Tankfüllung. Damit würde er theoretisch beim jetzigen Ist-Zustand 99 Stunden laufen. Ist eh klar, weil er nicht in Betrieb ist. Wir haben verschiedene Einschaltmöglichkeiten. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten hier. Muss ich gerade schnell meinen. Jetzt. So. Wir können den Generator umbenennen. Wir können die Gerätefreigabe machen. Wir können Modus machen. Wir können zum Beispiel die C-Entladegeschwindigkeit ist jetzt bei 1750 Watt. Sowas stelle ich immer recht gern runter auf 1000 Watt. Ich muss den Generator, wenn er neu ist, nicht immer gleich auf Volllast laufen lassen. Und das ist jetzt meine Meinung. Macht es am Anfang vielleicht ein bisschen zärtlicher, ein paar Stunden, wenn ihr es in Betrieb habt. Das ist wie ein Auto. Erst einmal einfahren, warm fahren, dann einen Ölwechsel machen nach gewissen Stunden. Und dann kann man das Ding schon einmal richtig herarbeiten. So, Firmware-Update, Hilfeleistung, Spezifikation, Temperatur, Volumen, bla bla, Leberkass. Also das ist eigentlich jetzt alles, was man in der App einstellen kann. Jetzt möchte ich gerade schauen, ob er mal die Zusatzbatterie anzeigt. Eingeschalten ist sie. Genau, an der Batterie zeigt er mir auch an, dass angeschlossen ist. Und jetzt können wir die zwei Geräte miteinander sozusagen verknüpfen und können hergehen und sagen, jetzt muss ich mal schnell schauen, die Einstellungen, genau, Lade, jetzt muss ich gerade schnell suchen, ich habe es vorhin gerade gefunden gehabt, aber wisst ihr eh, abschalten, Firmware, Label, jetzt finde ich es nicht, da ist es, ja. Der Fehler steht meistens vor dem Gerät. Also, automatisches Ein- und Ausschalten des Smart-Generators 0 bis 100%. Und da kann ich das jetzt einstellen. Genau das wollte ich euch jetzt zeigen. Na, komm. Mag er nicht. Jetzt. Automatisch. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, pass auf, ab einem Ladezustand von 30% bist du... Kann man sagen, machen wir jetzt mal
18, ja, piepst nicht lang, 85%. Hier kann ich zum Beispiel sagen, wenn der Akku von meiner Powerstation auf 30% runtergefahren ist, startest du den Generator automatisch und lädst mich auf bis 85% und dann schaltet sich der Generator wieder aus. Und was habe ich mir jetzt gebaut? Einen Generator mit einer sogenannten USV-Anlage. Und das ist schon mal eine smarte Geschichte und das finde ich cool. Jetzt möchte ich euch das noch mal kurz zeigen, wie das mit dem Start über die App funktioniert, weil ich wahrscheinlich hinten kein Wi-Fi habe, habe ich ja schon gesagt. Also, wir gehen jetzt hierher, ich bin jetzt im Generator drin, kann dann noch mal rausgehen. Schaut her, ich habe jetzt hier alle meine EcoFlow-Geräte in der App drin. Ich gehe jetzt auf den Smart-Generator und da steht da unten zum Starten des Motors einfach wischen und das machen wir jetzt mal schnell miteinander. So. Das ist doch schon mal. Und schon geht's los. Und schon laden die zwei. Und schon läuft die Geschichte. So, ich stoppe jetzt den Motor wieder. Und ihr habt es gesehen, also das ist schon mal eine ganz coole Sache, da bist du natürlich der Held vom Erdbeerfeld oder der Held vom Campingplatz, wenn du natürlich mit dem Handy hier deinen Generator steuern kannst. So, ui, seid ihr ja schon da, das ist ja schön. Ich habe schon mal alles vorbereitet und habe mir natürlich gleich wieder eine frische Tasse Kaffee eingeschenkt. Warum ich jetzt gerade so ausschaue, wie wenn man mich durch den Kakao gezogen hat, hat folgenden Grund. Es hat ja gestern ein bisschen geregnet und mir hat es hinten meine Baustelle ein bisschen. Naja, es ist ein bisschen abgesoffen. Jetzt habe ich das erste Mal freipumpen müssen mit meinen Tauchpumpen, dass man wieder einigermaßen auf mein Grundstück fahren kann. Das ist halt so eine Ewigkeitsgeschichte und das hilft halt einfach nichts. So, jetzt trinke ich noch gemütlich meine Tasse Kaffee und dann legen wir los. Frisch gestärkt ans Werk. So, also ich habe jetzt schon mal alles aufgebaut für euch, damit wir das natürlich auch ausprobieren können. Weil um das geht es ja eigentlich. Schaut mal her. Machen wir jetzt zum Beispiel einen fliegenden Wechsel. Also so schaut jetzt das Ganze aus. Ich habe jetzt hier draußen den Generator mal aufgestellt, habe die DC-Verbindung schon rein zur Delta Pro gemacht, habe mir natürlich jetzt ein bisschen was untergelegt, weil ich halt nicht möchte, der Generator, den habe ich jetzt seit 2 Tagen und möchte halt den nicht hier im Dreck runterstellen. Genau, habe hier in meiner Kabine eine Klappe und über die Klappe möchte ich dann sozusagen die Auspuffgase nach draußen leiten. So, und schon schauen wir herin. Also, ihr wisst ja vielleicht vom einen oder anderen Video, was ihr schon mal gesehen habt, hier in meinem Camp auf meiner Baustelle, hier meine Bundeswehrkabine, habe ich ja 2 Stück. Und diese hier ist sozusagen meine Kaffeeküche, mein Lager. Dieser Raum wird auch mittlerweile geheizt bei Minustemperaturen. Und mein Problem ist einfach, ich habe oben auf der Dachkonstruktion eine PV-Anlage installiert. Die ganzen Videos packe ich euch unten einfach in die Videobeschreibung. Wer Lust hat, Zeit hat und hat Interesse, kann sich es gerne mal anschauen. Würde mich wirklich sehr freuen. So, ich habe da oben 1 kW PV-Leistung, also 1 kW Peak. Kriege natürlich durch die flache Aufstellung die Leistung nicht runter. Ich werde da auch nochmal nachbessern, werde die dann aufständern. Habe das deswegen so flach gemacht, aus dem Grund wegen dem Wind. Und das ist das Problem, weil ich ja hier drüben habe ich ein freies Feld. Und wenn mir hier der Wind reinpfeift, habe ich halt einfach Schiss, dass mir die PV-Module von meiner Dachkonstruktion runterreißt. Und das ist der einzigste Grund, warum ich die jetzt flach quasi erst einmal auf die Konstruktion raufgebaut habe, zum Ausprobieren. So, hier hinten ist der Anschluss, den kann ich jetzt schnell einmal trennen. Hier ist der PV-Eingang und ich habe hier hinten ja quasi auch den Netzeingang, wo ich zum Beispiel nachladen kann, hier über diesen Generator. Ich muss mal schnell so anschauen. Schaut her, den habe ich von der Firma Ademax zur Verfügung gestellt bekommen. Nochmal herzlichen Dank. Der hat um die 7 kW und ist eigentlich für das, was ich es brauche, zu groß. So, und jetzt war halt mein Weihnachtswunsch folgender, dass ich sage, ich hätte gerne mal ein System, EcoFlow, die wo miteinander kommunizieren, dass ich hier sozusagen das Nachladen etwas automatisieren kann, weil wenn ich auf der Baustelle arbeite, kann ich nicht immer schauen, wie schaut es in der Powerstation aus, wie ist denn der Akkustand, weil zum Beispiel, ich lasse auch hier die Heizung drüber laufen. Meine Dieselheizung nimmt ungefähr 150 Watt auf. Ich habe noch einen Heizlüfter herin, wenn es nicht reicht. Licht braucht jetzt aktuell, also wir brauchen jetzt um die 250 Watt. Und diese Leuchtstoffröhren da oben werde ich auch noch auf LED umbauen, um hier etwas mit dem Energiebedarf runterzukommen und dass das Ganze funktioniert. So, damit wir die Delta
Pro an unseren Generator anschließen können, brauchen wir einen Zwischenadapter. Es ist leider so, den zeige ich euch jetzt schnell einmal so. Der wird hier hinten angesteckt an den zwei Anschlüssen für die Zusatzbatterien. Und muss ich schnell runterziehen. So, das ist halt der einzigste Wermutstropfen. Man braucht jetzt wieder einen Adapter. Das ist der hier. Kann ich euch gerne unten auch einmal die Infos dazu geben. Der schaut jetzt so aus, der passt jetzt quasi hinten auf die Anschlüsse von der Zusatzbatterie, wo wir auch zum Beispiel das Adapterkabel für den Powerstream haben. Und hier ist der Anschluss für dieses DC-Verbindungskabel. Das wird einfach nur eingesteckt und hinten. So, und dann schauen wir mal auf die Rückseite der Delta Pro. Und hier wird jetzt der Adapter eingesteckt, rastet hier oben sauber ein. Hier oben ist ein Metallbügel, der wo den festhält. Und dann ist das eine saubere Sache. Ich könnte jetzt theoretisch zum Beispiel hier auf der Pro noch einen Zusatzakku mit anbinden oder halt zum Beispiel den Powerstream. Oh, rein in den Dreck, Knie nieder, unwürdiger. So, meine lieben Freunde des Stroms. Also, wir laufen jetzt die ganze Zeit auf Benzin und wir wollen jetzt auch mit Gas das Ganze natürlich ausprobieren. Das sind jetzt hier die ganz normalen 11 Kilo Flaschen. Hier ist ein Druckmanometer dabei, hier ist ein Anschluss, ein Gasanschlussschlauch dabei, komplett fertig. Und das ist jetzt zum Beispiel auch immer das Schöne, was mir zum Beispiel auch ganz gut gefällt, ist, dass ich habe hier sonst nichts. Also die ganze Versorgung ist alles im Gerät. Ich muss jetzt da nicht irgendwo mit einem Unterdruckregler arbeiten oder sonstige Sachen. Kennst du das bestimmt von anderen Generatoren. Und das gefällt mir halt einfach gut. Ich habe eine Kiste, zwei, drei Kabel dazu, fertig. So. Also umschalten von Benzin auf Gas. Bitte Motor immer abstellen, kurz. Weil direkt so umstöpseln, das mag er überhaupt nicht. So, und jetzt gehen wir einfach her und machen hier den Gasanschluss auf. Diese Gummitülle. Und gehen jetzt her. Ja, ich sage, die Temperaturen haben natürlich jetzt auch super, weil alles so gestarrt ist. So, das ist jetzt im Endeffekt so ein Anschluss, sozusagen wie ein Druckluftanschluss. Halt schon etwas anderes. Jetzt gehe ich her, drehe meine Flasche auf. Ich mache sie mal so ganz aufdrehen. Eine so gute Umdrehung wieder zurückdrehen, damit das Ventil nicht immer auf Vollpress ist. Und jetzt kann ich hergehen und kann den Generator einfach wieder starten und schon laufen wir im Gasbetrieb. Und das sehen wir jetzt dann hier vorne auch gleich, weil er uns den Füllstand nicht mehr anzeigen kann. So, jetzt ist natürlich Luft im System und jetzt probieren wir es nochmal. Schon läuft er über Gas. So, jetzt hat mir meine Kamera vorhin gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber das ist ja kein Problem. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist zum Beispiel, wir können beide Steckdosen gleichzeitig benutzen. Und das ist jetzt auch also ein kleiner Vorteil bzw. ein kleines Highlight, wo es den Generator wirklich smart macht. Das heißt, die DC-Seiten und die AC-Seite kann ich gleichzeitig benutzen. Das möchte ich jetzt schnell an der River zeigen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach her, stecken unsere River hier an. So, die River ist eingeschalten. Wir haben 93% Akkuleistung und jetzt starten wir unseren Generator und dann schauen wir mal, was er macht. Ich mache es immer zu kurz. Jetzt muss ich hier über den Knopf den AC-Output einschalten. Jetzt habe ich gerade ausgeschaltet. So, jetzt. AC ist aktiviert. Und jetzt lädt er die Pro und aber gleichzeitig, jetzt hier innen drin, jetzt lädt er die River und die Pro. Also gleichzeitig. Ich kann also quasi die beiden Steckdosen ohne Probleme gemeinsam nutzen. Maximal halt jetzt bei Gas mit 1600 Watt. Ja, ihr habt gesehen, es funktioniert wirklich wunderbar. So, ich habe mir hier vorne natürlich noch ein paar Bedienknöpfchen. Hier haben wir unseren ganz normalen
Wi-Fi-Testknopf, also unseren Verbindungsknopf, wenn wir halt direkt drauf gehen möchten. Hier haben wir noch den Knopf für den AC-Ausgang, On-Off. Und mit diesem Knopf, wenn man da länger drauf bleibt, schaltet man den Eco-Modus ein oder aus. Das heißt, entweder es gibt halt Boost, Vollgas, oder es gibt diesen sogenannten Eco-Modus. Wo ich ja schon gesagt habe, dass es vielleicht nicht schlecht ist, wenn man die ersten 20 Betriebsstunden den Generator nicht voll bis zum letzten auslastet, sondern einfach mal schön gemütlich hochfährt, sozusagen einfährt. Genau. So, meine lieben Freunde, Strunz, dann habt ihr es wieder mal geschafft. Ich bin jetzt einigermaßen am Ende des Videos, weil es bringt mir jetzt nichts, über irgendwelche Sachen noch zu urteilen, Spritverbrauch, Lautstärke und solche Sachen. Ich möchte den Generator jetzt wirklich erst einmal ein paar Wochen ausprobieren, auf Herz und Nieren testen. Auch einmal schauen, wie schaut es mit der Füllung von der Gasflasche aus, wie schaut es mit Kaffeeentzug. Wie schaut es mit dem Benzinverbrauch aus? Mit der Kombination funktioniert es so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann würde ich euch gerne nochmal in ein paar Wochen, so 5-6 Wochen, würde ich gerne nochmal so eine Art Fazitvideo bringen über das Gerät, wie ich zufrieden bin, beziehungsweise was man verbessern kann und wie ich es auch angeschlossen habe, nochmal fertig. Also wenn es dann richtig installiert ist, wisst ihr, weil das, jetzt bringt es mir nichts. Und wie schon gesagt, ich habe das Gerät jetzt 2 Tage. Dann hoffe ich, meine lieben Freunde des Stroms, dass euch das Video gefallen hat, dass es euch Spaß gemacht hat und hoffe, ich konnte euch hier wieder ein bisschen begeistern. Dann wünsche ich euch jetzt auf alle Fälle noch einen super schönen Tag. Macht es gut und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos. Euer Markus von Freunde des Stroms. Servus, pfiat euch.